Willkommen bei Maronakas. Hier ist wieder euer Lukas und heute spielen wir wieder LS19 Oldtimer und ich dachte mir, wir warten jetzt bis zum nächsten Morgen und dann fahren wir mal alle Maschinen raus. So. Ach ja, übrigens, mir wurde gesagt, dass dieses Auto hier irgendwie ein Leihwagen ist. Aus irgendeinem Grund haben wir das kostenlos für ein paar Tage bekommen. Das müssen wir zurückgeben. Und dieses Auto hier ist aus einem Museum ausgeliehen. Also ich verstehe es jetzt noch nicht. Von dem Auto hier weiß ich noch nichts. Und das hier ist meins, das habe ich mitgebracht. Ja. Ja. Guten Morgen. Ich habe jetzt wegen arg lang geschlafen, wenn man mal so auf die Uhr schaut. Aber dann fahren wir mal die anderen Fahrzeuge raus.
So, wir wären jetzt bei ungefähr 6 Minuten Aufnahmezeit und ich habe was entdeckt. Und zwar ein Mähdrescher. Hier oben in der Halle war ich vorher noch nicht hier. Irgendwo oben. Und der kommt natürlich auch miteinander. Und dann zeige ich euch gleich mal den aktuellen. Unimog. 401 oder 406? 406? Ja. Vom Schriftzug her und vom Motor, also von dem Dings da, Gitter her. Ja, es scheint kaputt zu sein. Müssen wir gleich mal nachgucken. Mir wurde gesagt, alle Maschinen laufen gut und mir wurde auch gesagt, dass das die Dienstwägen sind. Aber anscheinend sind das nicht die Dienstwägen da unten. Das scheinen nämlich die, also Leihautos zu sein, alle bis auf eins. Obwohl, bei Mercedes weiß ich es noch nicht mal. Bei dem Renault war das, glaube ich, der ganz alte, weiß ich es auch nicht. Aber ja. Anscheinend gibt es hier auch noch ein Auto. Aber das wird doch jetzt dann wohl endlich mal dazugehören. Also, ich hoffe doch nicht, dass jetzt keine der Autos dazugehört. Aber normal schon, denn irgendein Auto braucht man ja auch hier. Ich meine, ein Mitarbeiter kann mit dem Unimog nach Hause fahren, meinetwegen. Einer dann mit diesem Renault da. Oder mit einem der zwei LKWs und halt eben einem Auto. Ja. Oder der Besitzer braucht doch auch ein Auto. Ich meine, ich habe jetzt eins mitgebracht. Und der vorherige Besitzer hat ja hier nichts mitgenommen. Der ist, glaube ich, in Altenheim oder Pflegeheim oder irgend sowas. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ihr seht hier viel los. Die schauen uns dann später alle mal an. Ihr habt ja das Anmachen jeder Maschine gehört. Und jetzt suchen wir noch den Unimog. Geht der? Testen wir es mal. Ja, der läuft doch. Aha, die sind wohl fest. Das muss ich dann später mal in Ruhe probieren. Und wenn ich schon die Seitenplanen drauf lasse, dann habe ich die Heckplanen wieder drauf. Und zack. Oh, der LS-Sound ist noch zu laut. Wenn ich zwischendurch mal ganz kurz lauter gemacht habe, damit ihr auch was hört. Oh ja, ein schönes Teil. Ein sehr schönes Teil. Schauen wir mal, ob ich das dann wieder komplett in die Cabrio-Funktion umbasteln kann. Und dann ist das doch perfekt. Rechts, da links. Ah, da steht noch ein LKW, aber die LKWs kramen wir jetzt nicht alle raus. FPS-Anzeige von. Okay, ich schwank zwischen 60 und 30, je nachdem, ob ich fahre oder nicht und wie die Kamera ausgerichtet ist. Naja, ist doch schon mal nicht schlecht. Oh, neue Nachrichten Discord. Ja.
So, liebe Leute, unsere Maschinen. Ja. Ich würde mal sagen, das waren jetzt die Fahrzeuge. Mit ein bisschen Schnitt und allem kriegt man das schon hin. Also ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, vergesst nicht zu abonnieren. Wir stehen in dem Moment, wo ich das Video aufnehme, bei 96 Abonnenten. Wenn wir die 100 schaffen, gibt es ein Special und dann geht's auf zu den 500. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, wir sind kurz vor den 100. Abonniert, liked, wenn euch das Projekt gefällt. Ich weiß, dass es vielen gefällt. Es ist nämlich das beliebteste Projekt hier. Und während ich rede, schneide ich das wahrscheinlich so, dass wir nochmal durch die Fahrzeuge schweifen. Ja, das wird es dann für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.